So, willkommen zurück zum Let's Play X-Wool Burst Part 2. Ich musste gerade mit der Cola sprechen und irgendwie neue Schiffsteile bekommen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich sie habe. So, dann wieder zurück zu meinem Schiff. Bevor wir uns Gedanken um die Warenlieferung machen, sollten wir einen sicheren Rückweg nach Albion finden. Bist du dir sicher, dass du diese Upgrades nicht willst? Dies ist Gouverneur Nakano mit einem sektorweiten Alarm. Reaver-Überfallkommandos nähern sich einigen unserer Stationen. Alles, was wir über die Bedrohung durch den Reaver wissen, wird sektorweit verfügbar gemacht. Vermeiden Sie die Risikogebiete, bis unsere Sicherheitsschiffe ihre Patrouillen beendet haben. Noch mehr Reaver? Dieser Ort ist wie eine Kriegszone. Wir erhalten den Datenstrom über die Reaver-Bedrohung. Wir könnten Ihnen helfen, ein paar neue Freunde finden und uns die ein oder andere Belohnung verdienen. Sie haben diesen Ort gerade ein Kriegsgebiet genannt. Lade die Infos in den Computer. Wenn wir etwas tun können, werden wir es versuchen. Stationskommando an Ren Otani. Ich hoffe ernsthaft, dass das nur ein Versehen war. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Wir werden von Nakano gerufen. Vielleicht haben wir uns eine Belohnung verdient. Ich hoffe, es sind Waffen. Hallo nochmal.
Man hat mir gesagt, dass sie aggressiv die Reaver angegriffen haben. Obwohl ich Ihnen für Ihre weitere Unterstützung danken möchte, muss ich Sie auch warnen, dass sich hier eine ernste Situation entwickelt. Ein Frachter wurde von den Reavern gekapert und das Leben der Besatzung steht auf dem Spiel. Bitte greifen Sie sie nicht an. Wir bleiben auf Abstand. Aber was werden Sie nun tun? Wir haben es noch nie geschafft, mit den Reavern zu verhandeln. Wir werden einfach versuchen, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, ihre Kernsysteme zu treffen, ihren Enter-Mannschaften dabei aber einen Weg zur Flucht offen zu halten. Hoffentlich nehmen sie diesen. Unsere Nachhut-Angriffsgruppe beschützt uns gegen Angriffe durch die Reaver, während unsere Elite-Einheit das Leben der Besatzung schützt. Sie dürfen sich gerne der Nachhut anschließen. Das werden wir wohl tun. Viel Glück mit Ihrer Operation. Passen Sie auf sich auf. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Gut, erstmal abspeichern. Skunk. Sie heizen besser schon mal die Waffen auf. Die Reaver werden nicht lange auf sich warten lassen. Es sind zu viele. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob ich die Station ohne Sie geschafft hätte. Leiden Verluste. Wir haben immer noch die Oberhand. Setzen Sie sie weiter unter Druck. Das ist nicht gerade die Länge zu gehen, Peggy. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Zielübung. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Ich weiß nicht, ob ich die Station ohne Sie geschafft hätte. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob ich die Station ohne Sie geschafft hätte. Immer noch eine Rakete. Sicher verstaut im Frachtraum. Hier spricht Nakano. Es sieht nicht gut aus. Wir brauchen unbedingt Unterstützung, um das gekaperte Schiff zu beschützen. Wir kommen hin, so schnell es geht. Sagen Sie uns, was wir tun sollen. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Ja, ich brauche mal jetzt schon 1000 Mal. Thank you.
versuchen, das Schiff zu entern. Bitte helfen Sie der Entermannschaft. Wir sind einfach froh, dass wir helfen konnten. Dennoch hoffe ich, dass Sie dieses Zeichen unserer Wertschätzung akzeptieren. Wir werden Ihnen einen unserer Frachter zuweisen, der Sie auf jedem erdenklichen Weg unterstützen kann. Mit der möglichen Reaktivierung der Tore können wir nicht mehr damit zufrieden sein, in unserer Ecke dieses Systems festzusitzen. Unsere Stationen verfallen mit einem Feind im Nacken, der uns nur zu gerne angreift und plündert. Wir müssen den Wiederaufbau beginnen und unsere Infrastruktur und Verteidigungen ausbauen. Sie und Ihr Albion-System können uns mit den nötigen Mitteln dafür versorgen. Moment mal, Nakano. Wir würden wirklich gerne helfen und zwischen diesem Sektor und Albion hin und her fliegen. Aber Plutarch hat das Tor zu diesem Sektor abgeriegelt und wir sind wahrscheinlich auf ihrer Liste der meistgesuchten Leute. Wir könnten die Gegend auskundschaften. Vielleicht bereiten die Reaver Ihnen Probleme. Es ist ganz Ihre Entscheidung. Wenn Sie uns beim Wiederaufbau helfen, werden wir in der Lage sein, unseren Raum zu einem sicheren Hafen für Sie und Ihre Leute zu machen. Jetzt muss ich mich aber erst einmal aktuelleren Ereignissen zuwenden. Viel Glück mit dem, was Sie jetzt auch immer vorhaben. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne Sie geschafft hätte. Du glaubst also, dass wir uns die Gegend um das Tor anschauen sollten? Ich sage, wir holen uns unsere Sachen zurück. Ich bin aber nicht auf eine Kamikaze-Mission aus. Ich auch nicht. Gut. Schauen wir uns das mal an. Ja, wie viele Credits habe ich denn jetzt überhaupt? Mal gucken. Scheiße, wo sehe ich das denn nochmal? Credits 12.732. Das ist zu wenig, um hier irgendwas Tolles zu kaufen. Na gut. Dann holen wir mal unsere Sachen wieder zurück.
Also wird die Reise ein bisschen länger dauern. Schneller. Zurück ins Albion-System. Los, schneller. Schneller, schneller, schneller. Meine Antriebe müssen sich aufladen. Mein Turbo-Booster ist jetzt natürlich wieder total leer. Alles verplatt auf der Autobahn. Bekommen wir Besuch. Die lassen uns nicht so einfach durchs Tor. Achso, hier. Das ist ja auch die Plutarch Mining Corporation, die da wahrscheinlich. Dort sind nicht allzu viele Plutarch-Schiffe und es sieht so aus, als würden sie von den Reavern vom Tor weggelockt werden. Ich denke, wir sollten durchschlüpfen. Auf der anderen Seite könnte eine ganze Flotte stehen. Unsere Möglichkeit. Jetzt durch. Los, los. Nun, das war recht einfach. Das war etwas zu einfach.
Was glaubst du, wo die Hauptflotte von Plutarch jetzt ist? Ich hoffe, dass Falk schon etwas Ärger gemacht hat. Ich markiere typische Herz-von-Albion-Rendezvous-Koordinaten, zu denen wir uns auf den Weg machen sollten. Sehr, sehr nice aus. Am Anfang war das noch nicht so.